Hallo ihr Lieben, euer Girls ist hier mit einer kleinen süßen Story. Und es geht um Koffein, Taurin und alles, was wach macht. Wenn ich bei irgendwelchen Leuten zu Besuch bin, letztens auch bei mir jetzt Abend, willst du einen Kaffee? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte einfach keinen Kaffee. Warum ist das eigentlich so? Warum mag ich keinen Kaffee? Ne, ein Kumpel besucht mich. Willst du nicht auch einen Kaffee? Nee, will ich nicht. Ich will keinen Kaffee. Das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Erstens bringt der Kaffee bei mir nichts mehr. Zweitens habe ich mir den übergetrunken. Und drittens kann ich den bitteren Geschmack auf den Tod nicht mehr ausstehen. Und mit Milch und Zucker habe ich Kaffee noch nie gemocht. Also wenn ich irgendwas Kaffeemäßiges trinken würde, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich nur ein Espresso. Aber selbst den trinke ich nicht mehr so wirklich gerne. Wie kommt das denn jetzt? Cecile, Girl, erzähl doch mal, wie kommt das, dass du keinen Kaffee mehr trinkst? Beziehungsweise, warum wirkt eigentlich auch ein Energy Drink beispielsweise schon gar nicht mehr richtig bei mir? Okay, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Nämlich, stell ich jetzt einfach ein 8-jähriges Mädchen vor. Und dieses 8-jährige Mädchen fragt ihren Vater, hey, Papa, kann ich mal einmal das probieren, was du da mal trinkst? Kann ich mal selber Kaffee probieren? Und dann müsst ihr euch einen super lieben, gütigen Vater vorstellen, der irgendwann nach dem 100. Mal sagt, na gut, kannst du haben. Du kriegst jetzt deine eigene kleine Tasse und du kriegst, was weiß ich, so eine Espresso-Menge halt an Kaffee jeden Tag. Einfach, damit du das Gefühl hast, damit du dazugehörst und damit du es auch mal schmecken kannst. Und genau so war es bei mir, Leute. Genau so war es bei mir. Ich habe als 8-jähriges Mädchen tatsächlich schon Kaffee getrunken. Und ja, wie gesagt, ich habe meinen Vater zu Tode genervt. Und da habe ich das jeden Morgen bekommen. Jeden Morgen einen Pott Kaffee. Bin ich extra mit meinem Vater aufgestanden und habe immer mit ihm Kaffee getrunken. Er fuhr zur Arbeit, ich habe Ferien oder ging halt in der Schule. Ich war so begeistert von diesem etwas anderen Geschmack. Ne, als Kind isst du die ganze Zeit nur Süßes. Schokoriegel, Weingummi oder Orangensaft, alles süß, alles zuckrig. Und dann kam einfach dieser Kontrast, dieser Kaffee, dieses Düstere, dieses Schwarze, Bittere. Das war so was ganz anderes. Wie als würde ich eine Reise in eine ganz andere Welt machen. Ich habe mich besonders gefühlt. Kein anderes Kind in dem Alter hat das probiert. Ich war immer die Einzige dann in der Klasse, die dann schon berichtet hat, ja, ich habe Kaffee getrunken. Und das haben auch irgendwann die Lehrer dann spitz bekommen und gesagt, das ist aber nicht gesund, das muss aufhören. Und naja, habe trotzdem Kaffee weitergetrunken und ich war so begeistert, weil es einfach so was komplett anderes war. Wenn man etwas Verbotenes macht, was komplett anders ist, was keiner in deinem Alter erlebt hat, dann fühlt man sich übelst besonders und deswegen war ich so verliebt in Kaffee. Und die Mengen wurden immer mehr und irgendwann hat mein Vater dann gesagt, da war ich 11 oder so. Und mein Vater hat gesagt, okay, du kriegst jetzt eine ganze Tasse, mein Gott, du bist ja schon 11, du bist ja schon groß und stark. Oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich dann eine richtige Tasse bekommen und ja, die Mengen wurden dann mehr und mehr und mehr. Und da habe ich beim Zocken teilweise Kaffee getrunken und ja, ich fand's geil, das hat mich wach gemacht, es hat diesen bitteren Touch gehabt, es war was anderes und ich war schon immer die Einzige, die es dann getrunken hat und die Mengen waren mehr und mehr und mehr. Und irgendwann, ne, dachte ich mir so, oh, ja okay, nimmst du da einen Kaffee, es ist halt Ritual geworden zu dem Zeitpunkt und in dem Moment, wo es nicht mehr unique ist, wo es wie Zähne putzen, wer freut sich auf Zähne putzen, ganz ehrlich, wer freut sich auf Brötchen essen oder so, wenn man jeden Tag das gleiche isst. Stell dir vor, ihr esst 30 Tage Brötchen mit Käse, mit Leerdammer oder so. So geil wie Brötchen mit Leerdammer sind, irgendwann machst du es nicht mehr. Und so ist es mit Kaffee. Denn auch beim Zocken, Pott Kaffee, ja, ja, das Ritual, machst du halt, bist wach dadurch, aber im Grunde genommen trinkst du nur noch dadurch, um wach zu werden. Und plötzlich kam meine Mutter mit 13, ich hab mal wieder Durst auf einen Red Bull. Ich Red Bull mitgenommen, macht sich das Red Bull auf. Ich so, Mami, das riecht aber voll schön. Darf ich es mal einmal probieren? Nee, darfst du nicht, Cecile. Darfst du nicht. Ich so, bitte, nur einmal nippen. Ganz, ganz wenig. Nur so einen Tropfen. Nur so einen ganz kleinen Tropfen.
Und dann, ja, aber wirklich nicht mehr. Ich habe diesen Tropfen genommen und oh mein Gott. Das erste Mal, dass ich Red Bull im Leben probiert habe und es... Das erste Mal Red Bull, das erste Mal einen Energy Drink getrunken. Heutzutage bin ich das Energy Girl Nummer 1. Ich liebe Energy Drinks, jeden gefühlt mal getrunken. Energy Drink Kritikerin, trinke mindestens einen Energy Drink am Tag und ja. Wow. Ich vergöttere Energy Drinks heutzutage. Und da hat es echt Boom gemacht. Es war süß, es war was komplett anderes, es hat zum Gummibärchen-Touch gehabt und es hat noch mehr wach gemacht als Kaffee, das war der Shit. Ich wusste, Girl, irgendwann wirst du nur noch Energy Drinks trinken. Tausendmal besser als Kaffee, bringt mehr, schmeckt besser, etc. pp. War natürlich auch illegal, weil normalerweise darfst du es erst ab 16 oder mittlerweile glaube ich sogar erst ab 18 Energy Drink. Früher waren die Maßnahmen bzw. die Bedingungen noch nicht so schlimm für Energy Drinks. Da konntest du da früher dran kommen. Ich glaube mit 14 oder so. Ja, und seitdem mochte ich Kaffee halt noch weniger. Dann kam irgendwann Cappuccino und Latte Macchiato und in Schule, auf dem Gymnasium war dann so ein Kaffeeautomat, der Kaffee Karamell und Kaffee Vanille hatte und das war da auch wieder cool und alles, aber gerade dieser Kaffeeautomat von der Schule, wenn ich das jetzt mal so erwähnen darf, der war gottgleich, der war wirklich gut, aber ganz ehrlich, diese Mischmasch-Kaffeesorten, die haben schon gar nicht mehr nach Kaffee geschmeckt. Und naja, im Grunde genommen war alles nicht mehr so was Wahre, weil ich ja einen Energy Drink kenne. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Girl, okay, brauchst keinen Kaffee mehr, du trinkst keinen Kaffee mehr, Ende im Gelände. Und es ging mir auch auf den Geist, wo ich tatsächlich angefangen habe, hier Facecam-Videos zu machen, dass der Kaffee meine Zähne zerstört hat. Es ist bis heute noch da. Die Zähne sind... Also es ist schon besser als früher, aber sie werden durch den Kaffee gelb. Und da habe ich noch was gelesen. Kaffee ist auch nicht gut für die Brüste. Selbst die Brüste werden irgendwie kleiner durch... Was ist das für ein Teufelzeug? Nee. Und ja, irgendwann habe ich nur noch Energies getrunken. Dann bin ich irgendwann zu meiner Oma gezogen und die hat mir halt ganz viele Energy Drinks gekauft. Die hat mir dann eine ganze Red Bull Palette immer gekauft und hatte jeden Tag ein bis zwei Energy Dosen. Meistens sogar zwei. Was auch gleichzeitig ein Teufelskreis war. Weil meine Oma war so lieb, oh mein Gott, diese Frau, ne, die war von anderen Sternen, was Frömmigkeit, Gütigkeit und Liebe betrifft. Was? Du willst noch ein Energy? Dann nimm dir doch ruhig einen dritten, wenn du noch Durst drauf hast. Ja, das Zeug, jeder, der schon mal Energy gekauft hat, weiß, wie teuer das Zeug ist. Im Grunde hatte ich jeden Tag Energy Drink Buffet. Ich wusste natürlich, dass ich es niemals übertreiben werde. Niemals mehr als drei trinken würde. Und ja, es gab Tage, da habe ich drei getrunken, Tage, da habe ich nur einen getrunken. Lass ich's drin. Ich habe Nisa unterdrückt. Jahrelange Übung im Shaolin-Kloster, oben in den Bergen bei den Shaolin-Mönchen. Meditieren, Geist trainieren, einfach strong werden. Das mal davon ab. Auf jeden Fall, die Mengen variierten von 1 bis 3 Energy Drinks. Ich mochte den Geschmack immer noch. Also nicht wie bei Kaffee. Ich habe es mir nicht übergetrunken. Liegt auch daran, dass Energy Drinks sehr viele Variationen anbieten. Es gibt Zitrone, es gibt Erdbeere, es gibt die Beere und das und das und das und diese Variante und endless possibilities. Es gibt so viele Energy Drink Sorten, das wird dir nie langweilig. Aber der Körper gewöhnt sich an Taurin, Koffein etc. Beim Kaffee war es auch irgendwann so, hast du getrunken, hat kaum was gemacht, hast immer noch diese Müdigkeitsgefühle gehabt. Hast du dann nachmittags beim Zocken getrunken,
in der Hoffnung, hey, deine Reaktion könnte ja besser werden. Hat nichts mehr gebracht. Beim Energy Drink das gleiche Drama. Ich bin aktuell in so einem Stadium und das ist besonders schlimm geworden, wo ich bei meiner Oma gewohnt habe und aktuell bin ich meistens auf ein bis zwei Energy Drink Dosen runter. Wenn ich streame, sind es meistens zwei Energy Dosen, sonst eine. Aber ich muss sagen, es wirkt kaum noch. Es gibt ein paar Ausnahmen. Red Bull Classic, Monster der Doktor, Monster Ultra Citrus und Rockstar Killer Citrus und ich glaube noch irgendwas. Ist ja auch egal. Es gibt ein paar Ausnahmen, die machen mich halt immer noch ein bisschen mehr wach als andere Energy Drinks. Aber der hier zum Beispiel, Mango Loco, der ist einfach zum Kotzen. Es war einer meiner Lieblings-Energy Drinks. Ich trinke den auch immer noch gerne, aber wegen dem Geschmack. Aber bringen tut der absolutely nothing. Performance ist zum Kotzen von diesem Energy Drink. Für mich persönlich. Tja. Wenn der Körper sich so hart an Koffein, Taurin gewöhnt hat, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Es wirkt nichts mehr und gut ist die Kiste. Jetzt stehe ich da. Es gibt nichts mehr, was mich wach macht. Ich kann halt 8 Stunden schlafen, dann kommen die Bauarbeiter zwischendurch oder ein Albtraum oder man wird mal so wach, weil man sich blöd hingelegt hat und wird von Schmerzen wach und muss sich da umlegen. All solche Geschichten. Und naja. Das ist meine Welt, Leute. Also eine gute Freundin von mir hat gesagt, probier mal Club Mate aus. Ich habe immer gedacht, das heißt Clubmate. Aber Club Mate heißt es wohl. Da ist nochmal ein anderes Zeug drin, was auch sehr wach machen soll. Sonst kann man natürlich auch Zitrusgetränke oder Zitrone nehmen. Das macht auch immer wach. Aber ja... Also so ein Zitrusgetränk oder Zitrone essen hat nie die Wirkung für einen Energy Drink bei einer Person, die nicht Energy Drink süchtig ist, wie bei mir. Mein Körper ist halt komplett auf Taurin getrimmt und ich kann auch nicht mehr ohne. Es geht nicht mehr. Ich müsste in Therapie, wenn ich das abstellen wollen würde. Ich will es ja nicht abstellen. Andere rauchen, ist noch viel schädlicher. Oder andere nehmen Drogen, whatever, was das auch immer für Drogen sind. Tue ich alles nicht. Trinke kaum Alkohol. Und ich finde, wenn man sich was aussucht von heftigen Drogen oder Zigaretten oder Alkohol, ist das hier noch das harmloseste. So ein fucking Energy Drink. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, Club Mate, wenn ihr es kennt, könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich werde es irgendwann nächsten Monat austesten. Werde mir da eine Flasche holen, werde Taste-Test wahrscheinlich zu machen und dann gucken wir mal, wie die Performance, wie die Wirkung ist. Vielleicht wird das mal eine neue Sucht, aber ihr wisst, was es bedeutet, ne? Ich bin ein Girl, das übertreibt gerne. Wenn es mir super viel hilft, dann werde ich es nur noch kaufen und ja, irgendwann sagt sich der Körper so, okay, hab mich dran gewöhnt, hilft nicht mehr und dann bin ich komplett gearscht. Dann muss ich Club Mate nehmen, dann muss ich Energy Drink nehmen, Kaffee nehmen und alles in einen Pott schütten und vielleicht hilft ja irgendwas dann. Komplett Mischmasch. Das Zeug, was mich wach macht, in 2020, das muss erst noch geschaffen werden, Leute. In diesem Sinne bin ich raus. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, geht es euch genauso. Trinkt ihr auch zu viel Kaffee, Energy Drinks, etc. Also ich bin tatsächlich in ein Loch geraten. Wenn ihr nicht in dieses Loch geraten wollt, genießt auch einen Energy Drink. Trinkt Energy Drink nur alle 3 Tage eine Dose und ihr werdet niemals den Körper drauf trimmen und die Wirkung wird immer noch gottgleich sein. Bei mir ist der Zug abgefahren. Gut. Wie gesagt, Daumen hoch, falls euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Ziel. Ciao.